Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute werden wir hier mal ackern. Ich habe hinten schon einen Flug angehängt. Das ist ein Kuhn Fürscher Flug. Radio Master 121. Der ist steingesichert. Und ich tue jetzt hier die erste Bahn, da werden wir erstmal wegackern. Und dann die nächste Bahn wieder hinackern, dass der quasi der ganze Boden umdraht wird. Ob das mit einer Hand jetzt hier hat, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe aber mal. Genau, da werden wir jetzt eine Bahn wegackern und dann gleich nochmal das Loch wieder zumachen. Und dann geht es in die Richtung weiter. Also nach rechts. Hier war Silomais, oder ist noch Silomais. Den haben wir im Herbst gewalzt nach dem Häckseln. Da hat der Zinsler nicht überleben kann. Weil im Herbst darf man nicht ackern und liegen lassen. Soweit ich das weiß. Und jetzt kommen da Lupinen hier. Die sahen wir dieses Jahr das erste Mal. Müssen wir mal schauen, ob das hier haut. Ja, ist halt so ein Versuch einmal. Wir haben es ja ziemlich stornig und Lormbohnen auch. Der hier müsste eigentlich nicht unbedingt so stornig sein. Müsste es eigentlich schon gehen hier zum Ackern. Ah, das schaut wieder aus wie hier. Genau. Güllefarm bin ich auch noch nicht ganz fertig. Da muss ich morgen noch eins, zwei kleine Wiesen noch. Und einen Acker noch. Dann bin ich da fertig. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Wir haben es jetzt am Samstag, der 5. März, um 10:30 Uhr. Genau, Pflug müssen wir auch noch schauen, ob der einigermaßen passt, der Oberlenker und alles. Aber normal schon, weil wir den am meisten mit dem ackern, dann müsste das schon passen. Und so genau braucht man das eh nicht einstellen bei uns, weil der Pflug macht sowieso was am Morgen, wenn er stark kommt. Da kann ich nur so genau einstellen, wenn der stark kommt, dann macht er was er mag. Ja, wir haben die Vollkörper, oder die, nicht diese Streifenkörper, sondern die vollen. Das halt kann ich stornen zwischen die Streifen erkennen. Also ist eine gescheite Kurve geworden. Ich darf nicht so genau hinschauen. Genau, jetzt drehen wir nicht um am Flug, sondern fahren gleich wieder so zurück, wie wir gerade hergefahren haben. Vorne habe ich ein kleines Gewicht am Frontlader angehängt, dass wir ein bisschen Bodenkontakt haben vorne, weil sonst ist es ein bisschen arg wenig. Jetzt fahren wir da wieder ganz hinten ins Eck. Hätte ich vielleicht vorhin ein bisschen weiter fahren können. Zack. Da kann man beim John Deere hier unten die Klappe aufmachen. Da die Klappen aufmachen, sieht man, dass man liegt. Und da ein bisschen langsamer runterlassen, einstellen. Das ist die Hubhöhe, wie hoch dass er aufheben darf oder aufheben dort. Da kann man einstellen, wie dürft, dass er nachlassen soll. Mit dem kann man das verstellen, dass man da quasi eine Fixierung hat, wenn wir wahrscheinlich da rauf müssen dann. Und da schnell und auch. Schnell auf und ab. Ja, wenn ich jetzt da drauf drücke, hebt er auf und da wieder ab. Auf das, was man eingestellt hat.
Ja, wir dann eigentlich meistens so hoch ackern, wie es geht, damit halt nicht so viel Storn raufkommen. Außer es ist wirklich mal ein sandigerer Boden, da kann man dann aber so tiefer ackern, so wie jetzt. Das ist eigentlich ja, recht viel tiefer, den wir eigentlich schon fast nicht mehr ackern als wie jetzt. Können wir dann gleich mal absteigen und messen. Ja, ein bisschen tiefer kann man noch. Aber nicht, dass wir jetzt viel Storn raufkriegen, da muss man ein bisschen Storn glauben. Genau, ich schaue mal, ob ich euch irgendwo draußen hier hocken kann. Dann sehe ich von draußen auch ein bisschen was. Vielleicht kommt jetzt ein kleiner Fahrer, dann kann ich ein bisschen was von draußen filmen. Das wäre ganz praktisch. Brauche ich die ganze Zeit ab und aufsteigen. Was kann ich noch dazu sagen? Nix, glaube ich. Ah ja, hier kann man noch einstellen, dass Zugkraftregelung ist das, glaube ich. So nennt man dazu. Dass er halt ein bisschen aufhebt, wenn es schwerer geht und ein bisschen wieder nachlässt dann. Jetzt müssen wir mal aufheben. Vom Wetter her geht es bis jetzt. Also fahren kann man, ohne dass man Spuren macht. Außer man lässt am Flugzeug noch, dann kann man natürlich nicht mehr fahren. Ja, oben dran tue ich mit dem ersten Steuergerät, dann drehe ich davon allein um. Und mit dem zweiten kann ich die Breite einstellen. Das ist ja ein Variobflug und den kann man einstellen, wie breit, dass er ackern soll. Kann ich gleich mal zeigen, wenn wir aufgehoben haben. Und da kann man aber Kurven raus ackern. Wenn man es kann. Auf dem zweiten Steuergerät habe ich jetzt eine Hintertour, wieder schmäler. Sieht man, denke ich, wie er breiter und schmäler wird. Machen wir mal auf 16. Und dann erstes Steuergerät hinter, fahrer zusammen und Draht um. Fertig, Umdraht. Dann ist da noch so ein schwarzer Stickstoff, Stickstoff, irgendwie mit Stickstoff und Öldruck. Die hält halt die Schale drin, weil die können ja ausweichen, da wenn ein Stor kommt. Weil sonst hatten ja, muss man irgendwas hinmachen, dass die nicht weggerissen werden vom Stor. Steigen wir mal kurz aus. Den hier morgen. Da haben jetzt so 90 Bar eingestellt und da ist hier drinnen in dem Arm ein Zylinder drin. Sieht man nicht. Hier geht der Hydraulikschlauch hier hin und der hält die da nahe. Wenn jetzt ein Stor kommt, kann der unten rausklappen oder oben kann da rausklappen. Und wenn jetzt da, weiß ich nicht, irgendwann, wenn der Druck wegfällt, dann fallen die ganzen Körper runter. Also die fliegen jetzt nicht weg und kriegt man nicht mehr hin, aber die hängen halt dann am Zylinder drauf. Ja, was noch? Stützradl, dann noch so Trennscheiben, die schneiden halt am Boden ab. Vorschäler, glaube ich, haben das. Oder haben das oder die anderen. Weiß ich nicht, ob das die Vorschäler haben oder die
Aber ich weiß die anderen jetzt wieder. Keine Ahnung. Ja, die ersten paar Bahnen schaue ich, dass ich bis ganz raus acker. Und dann die nächsten bleibe ich weiter drin, dass ich schnell umdrehen kann. Weil dann sparen wir sich doch Zeit. Also wenn man 10-mal vor und zurück fährt, dann wird man auch nicht umdreht. Genau. So schaut das aus. Können wir noch kurz messen, wie tief das wir ackern wieder. Ja, müssen die vielleicht dann noch messen, wenn ich mal wirklich richtig acker. Wir haben so 20 cm ungefähr, vielleicht ein weniger. Ja, so ungefähr. Der Pflug muss ja so eingestellt werden, dass man in der Fuhre selber drin bleibt und dass alle Schale gleich tief arbeiten. Also das hintere Schale stellen wir mit dem Stützradl ein und das vordere mit dem Oberlenker. Wir haben das jetzt mal im langen Loch drinnen. Eigentlich, so weit ich weiß, heißt es, dass man den Pflug mit dem Bulldog heben soll, der Stützradl bloß zur Führung ist. Und das Langloch ist halt dafür da, dass man beim Nähen und raus, beim Nähen, beim Nähen lassen, dass halt der Schiene Nähe geht. Also ich finde, das schaut jetzt mal nicht so schlecht aus, auf den ersten Blick. Also mit dem Boulder kann man eigentlich nicht schnell ackern. So 7 km/h haben wir jetzt. Ja, so 7-8 km/h recht viel schnell soll man auch nicht fahren. Aber dass man schnell ackert mit dem Boulder, das kann eigentlich nicht passieren. Weil dafür ist ein bisschen zu klar da. Ne? Ja, ich tue immer gerne so zwischen 15 und 20 Drehzahl haben. Da hat er ja am meisten Kraft und braucht am wenigsten Diesel. Jetzt fahren wir bloß um 6 km/h, ja. Mehr da fällt mir jetzt auch nicht, ey.
ja, ich bin jetzt fertig mit Ackern. Habe leider nichts mehr geschafft von außen zum Fuimer. Hier steht er nur. Ja, das Gewicht kommt bestimmt. Fragen, wie wir das angehängt haben. Also hier ist Adapter zwischen Euroaufnahme zu 3 Punkt, dieser Fliegeladapter, so wie das war. Dann hier ganz normal das Schnellkuppeldreieck und dann hat so ein Gewichtbock geschwarzt. Hier das Gräne ist Ballastträger, wie da vorne so hängt, vom anderen Johnny. Der Fronthydraulikdrohne ist der weggekommen. Gleich direkt am Anfang ist der weggekommen, glaube ich. Dann hier oben die gelben haben Radgewichte. Die werden, glaube ich, sogar neu passen in denen hinten. Weiß ich nicht, der wiegt 50 Kilo, haben zwei, also 100 Kilo. Und die vorne Platten, die weiß ich nicht, wo die herkommen. Aber die müssen eigentlich auch 50 Kilo eine wiegen. Aber insgesamt haben wir 350 Kilo. Habe ich mal gewogen auf dem Mischwagen. Und hier die Rolle, da können wir eigentlich die Stützfüße nehmen. Habe jetzt raus, dass ich den Frontlader, weil ich noch da kann, dass ich hier drüber sehen kann. Ja, drüben habe ich einfach einen Spaten reingesteckt. Kann man einmal frei mitnehmen. Genau, der Pflug, der steht in der alten Hofstelle drin. Den stelle ich jetzt dann auch wieder rein. Tue ich vielleicht nur einölen. Und dann muss ich nächste Woche mal wieder reinfahren. Dann stört er hier raus, ne, weil den brauchen wir erst im Herbst wieder. Ja, waschen den man auch im Herbst. Waschen lassen. Genau, gesagt habe ich ja schon im Höher. Ich glaube, dass ich alles gesagt habe. Genau. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.